Ja, willkommen zurück zu Lufia für das Super Nintendo. Wir haben im letzten Part uns zum Weihetempel begeben und sind auf Twixer gestoßen. Twixer wurde ja entführt und sie hat gegen Amon gekämpft. Also, das konnte man jetzt nicht sehen, das war jetzt nicht über einen Kampfbildschirm oder sowas, sondern das war hier in diesem Spiel, auf diesem Spielbildschirm. Und hat Amon zurückdrängen können, allerdings ihr Leben dabei gelassen. Allerdings hat sie auch Amon nicht besiegen können, sondern nur ihn zurückdrängen können. Ja, und jetzt wollen wir mal nach Port Travier zurückkehren, denn ich denke mal, Lexis und Mirko sollten allmählich mal fertig sein mit der Umgestaltung von Exerion. Denn Exerion soll ja eine neue Funktion hinzubekommen, nämlich das Tauchen. Deswegen wollen wir da mal schnell zurück, um zu schauen, wie weit sie mit den Arbeiten sind. So, wollen wir erstmal hier hinein. Mal gucken, was sagen die Angestellten hier. Exerion wurde schon umgebaut. Ah. Lexis und das wunderbare Schiff Exerion sind im Untergeschoss. Das heißt, sie sind fertig. Lexis Erfindungen faszinieren mich. Die neue Exerion ist einfach fantastisch. Gut, da wollen wir mal mit Lexis sprechen. Exerion ist fast fertig. Drückt den Knopf, wenn ihr auf dem Meer fahrt, um tauchen zu können. Wie war noch gleich mal dein Name? Ich heiße Atea. Ich bin Lexis und es tut mir leid wegen der Verschmutzung. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Dann ist ja alles in Ordnung. Maxim, gibt es Neues von Amon? Ja, ich drücke... Achso, es ist wieder... Kleinen Moment, ich muss mal kurz einen Schnitt machen, weil... Irgendwie da wieder... Was, nicht funktioniert hier. Kleinen Moment. So. Ich bin wieder da. Ja, ich habe in letzter Zeit so das Problem, dass, irgendwie die... Ja, ZSNES irgendwie nicht mehr... ja, so richtig funktioniert. Nämlich, ich kann noch nicht mal irgendwie, ja, hier, dieses Menü, zum Menü kommen und um das irgendwie, ja, zu bereinigen. Aber, wenn ich jetzt irgendwie was anderes anwähle, zum Beispiel jetzt, mein Aufnahmeprogramm, das, dann funktioniert es plötzlich wieder. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß ist. Aber okay. So, und der Zeit, in der ich dann, kurz das Aufnahmeprogramm, also das Programm, also das Fenster des Aufnahmeprogramms aufgerufen habe. Hat sich der Text weiter bewegt hier und jetzt geht's weiter. Ich nehme an, dass er sich wieder ins Meer gestürzt hat. Die Menschen dieser Stadt haben eine Lichtkugel in der Nähe von Baleara gesehen. Aha. Baleara ist im Westen. Nun liegt alles in deiner Hand, Maxim. Ich weiß. So, dann geht es jetzt, wie Lexis uns sagte, nach Baleara. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal untertauchen. Und ihr seht, wir können durch die Welt jetzt auch tauchend erkunden. Also wir können die Welt jetzt auch tauchend erkunden, nur können wir da nicht sehen, was sich da befindet, ne? Ich glaube, ist das schon Baleara hier? Moment, da muss ich mal kurz auftauchen. Nee, oder ist es, glaube ich, noch nicht. Wenn da unten, Moment mal, wenn da unten so ein Loch ist. Doch, das ist Baleara. Da wollen wir aber gleich hin. Denn jetzt, da wir tauchen können, können wir uns die letzten beiden Kapselmonster auch noch... also können wir ja die letzten beiden Kapselmonster auch noch finden. So. Das eine ist hier. Auf dem Inseltempel. Blättergeier schließt sich an. Okay. Gib dem Blättergeier einen Namen. Ja, der heißt Ehrlich. Und dann wollen wir uns ihn mal anschauen. Das ist Ehrlich, genau. Also Name Ehrlich, Rang 1, Rasse Nacht. Ah, das ist also Dunkelheitselement hat er. Und ja, Stamm Blättergeier. Und er hat einmal eine Spezialattacke Trance. Okay. Ja, da wollen wir
zwei, drei Kämpfe mit ihm bestreiten. Und das können wir hier auf dem offenen Meer machen, hier so. Denn, ach so, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt eben. Unter Wasser greifen uns keine Gegner an. Das ist nur hier auf dem, wenn wir jetzt so mit dem Schiff hier fahren. Na gut, dann kann ich ja auch, nee, ich wollte ja sowieso nochmal schauen hier. Greifen wir uns jetzt keine Monster mehr an? Erstmal kurz hier was gucken, was sich hier befindet. Unterwasserhöhle Chada. Ich glaube, hier können wir noch nichts machen, ne? Ne, ist verschlossen. Okay. Ja, dann. Warte mal, wo geht's hier noch hin? Ne, da wollen wir noch nicht hin. Da geht's erst später hin. Ja, jetzt die Frage, ne? Ah, komm, endlich doch mal ein Kampf hier. Killerwal. Wow. Aber da Maxim das Hitzeschwert hat, ist es kein Problem. So, jetzt hatten wir Ehrlich nicht in Aktion gesehen. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Strudel. Wow. Ja, die scheinen so ein bisschen gefährlicher noch zu sein. Ich glaube, die halten auch sehr viel aus. Oh ja. Erik hat keine Chance. Hat hier keine Chance, Schaden zu machen. So. Ja, Erik wurde auch aufgestuft. Ja, jetzt muss er. Hallo. Jetzt mal wieder. Unter Wasser. Also unter Wasser greifen uns keine Monster an. Das ist sozusagen so ein sicherer Weg, um weiterzukommen. So, gab es hier irgendwo, ich weiß jetzt nicht wo genau, gab es die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es jetzt hier ist. Moment, muss mal schauen. Irgendwo war die Möglichkeit, in eine Höhle zu gelangen und da gab es dann das letzte Kapselmonster. Also, das uns doch fehlt. Eins fehlt uns ja noch. Wir wollen ja alle haben, wenn es geht. Ja, ich glaube, hier irgendwo muss sich eine Höhle befinden. Da. Das ist genau. Sehr versteckt, übrigens. Was man ja sehen konnte hier. So. Es gibt hier mehrere Wege, ne? Okay, dann gehen wir erstmal. Ah, hier, erstmal hier hin. Höhle. Wunderfrucht gefunden. Hier noch ein Weg. Ah, da ist das. Da ist das Kapselmonster. Panzerfisch schließt sich an. Gib dem Panzerfisch einen Namen. Dulan. Ja, das gucken wir uns auch mal an hier. Das Kapselmonster Dulan. Was ich so gelesen habe, ist das unnützeste Kapselmonster, weil es kaum angreifen kann im Kampf. Was. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt stimmen. Also ich habe das zumindest auf einer Internetseite gelesen. Und da hat sich auch bestätigt, dass Fran, ja unser lieber Fran hier, das stärkste Kapselmonster ist. So. Da gucken wir mal hier. Dulan, Rang 1, Rasse Wasser, Stamm Panzerfisch. Und der hat auch eine Spezialattacke, wie ja jedes Kapselmonster eine hat. Fischbiss. Und er ist auf Level 42, okay. Also schon ziemlich hochgelevelt, also für ein Kapselmonster zumindest. So, und dann ist war hier auch noch ein Weg. Nämlich noch eine Wunderfrucht. Aber die Wunderfrucht ist, glaube ich, die Frucht, die Avor gerne mag. Warum gibt es die denn da zu finden, wo man Dulan findet? Naja. So. Ja, dann hätten wir hier alles. Dann können wir so gleich auch auftauchen. Übrigens, wo sind wir denn hier gerade? Tempel nach Gordovan. Ah ja. Wir sind also hier in der Nähe von Gordovan. Da war dieses Kapselmonster zu finden. Allerdings auch nur unter Wasser. Das heißt, wir müssen Exerion haben und auch dessen Fähigkeit zu tauchen. So. Ja, ach so. Ja, jetzt muss man überlegen erstmal. Dann geht's erstmal wieder zurück nach Port Travier.
damit wir von dort aus nach Baleara können. Obwohl, nein, da begeben wir uns noch nicht hin. Wir begeben uns erst woanders hin. So, dann müssen wir wieder tauchen, damit wir es hier sicher haben. Achso, nee, Dulan soll ja auch noch kämpfen, ne? Achso, hier können wir nur tauchen durch. Warte mal, erstmal hier. Denn da sind ja diese Steine. Ihr habt ja diese Steine gesehen. Die sind ja da weg. Achso, nee, doch nicht. Kann man doch so durch. Achso, ich hätte die ganze Zeit hier schon durchgekonnt. Okay. Ist das hier Baleara jetzt? Oder was? Ja, da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen zwischendurch noch eine andere Sache erledigen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nach Osten. So, hier war ja der Weihetempel. So, einmal wollen wir Dulan ja auch mal in Aktion sehen hier. Ja, gut, bei einem Meeresbewohner ist es jetzt hier nicht so nützlich. Erstmal hier rum. Also das Schiff auf, also über Wasser ist natürlich um einiges schneller als unter Wasser. Das ist ja klar, das ist physikalisch natürlich, ja, haben die es physikalisch passend ja auch so umgesetzt. Moment, wo ist denn das hier? Ah, hier wollte ich auch hin. Moment. Komm, ein Kampf noch hier jetzt. Ah. Ich meine, ein Kampf, in dem mehrere Gegner da sind, sodass Dulan auch einmal zeigen kann, was er drauf hat. Na gut. Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt stimmt, aber irgendwie so die Kapselmonster, das war so die Zeit, ich glaube, als das Spiel hier entwickelt wurde, war auch die Zeit, als in Japan Pokémon aufkamen. Und wie sollten die Kapselmonster irgendwie so eine kleine Referenz darauf sein? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt, aber irgendwas habe ich mal darüber gelesen. Also Pokémon war hier in Europa noch nicht populär. Das kam erst später, es kam erst so 98, 99, glaube ich, war das. Kam Pokémon hier erst in Europa. Und in Japan war das schon, glaube ich, 1995 war das schon beliebt. Aber, naja, was in Japan beliebt war mal, das ist in Europa ja erst später beliebt. Ne? Also, das kennen wir ja schon. Das NES gab es ja in Japan unter dem Namen Famicom. Schon 1985 oder war das 85? Doch, ich glaube, es war. Oder 83? Nee. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob das 83 war oder 84 oder 85. Irgendwie in einem dieser drei Jahre kam das NES raus. Und hierzulande, also hier in Europa, erst Ende der 80er. So, ja, Dulan hat auch nicht viel Schaden gemacht. Wir wollen aber auch wieder zu Fran zurückkehren hier. In seinem zweiten Rang. So, und dann haben wir hier ein kleines Dörfchen und dort ist ein Tempel, wie ihr sehen könnt da. Da wollen wir auch noch hin, nur die Frage ist, wie wir da hinkommen. Das werden wir noch erfahren. Piccolonia! Übrigens ist dieses Dorf hier ein optionales Dorf. Hier muss man nicht hin, um weiterzukommen. Nach Baleara muss man. Aber hier ist jetzt nur einen kleinen Abstecher. Ich habe schon lange keine Touristen mehr gesehen. Kein Wunder, hier gibt es ja auch nichts zu sehen. Ob es wirklich möglich ist, 8 Dracheneier zu sammeln, ich wage das zu bezweifeln. Hier bitte. Ich hab die 8. Ich hab 8 Dracheneier, ja. Ja, hast du jetzt gesehen, ne? Kannst du mir es jetzt glauben? Nachdem der Wunsch erfüllt wurde, werden die Eier wieder in die weite Welt verstreut. Wenn du eine Truhe findest, die bereits geöffnet wurde und nun wieder verschlossen ist, dann befindet sich in dieser Truhe mit großer Wahrscheinlichkeit ein Drachenei. Im Casino gibt es den Schatzsucher. Benutzt du ihn in einem Verlies, gibt es für jede ungeöffnete Truhe ein Signal. Damit kannst du die Dracheneier problemlos wieder einsammeln. Auf der Insel im See befindet sich ein Tempel. Dort lebt der Drache. Bringt man dem Drachen 8 Dracheneier, erfüllt er einen Wunsch. Ja, das kennen wir ja irgendwoher. Das habe ich ja schon mehrfach in diesem Durchlauf erzählt. Genau, Dragon Ball. Das haben die eindeutig aus Dragon Ball übernommen. Willkommen in unserer kleinen Stadt. Für 5 Goldmünzen könnt ihr hier übernachten. Das ist ja günstig. Günstiger können wir nirgendwo übernachten, außer eben
im Elfenhain zum Beispiel jetzt, da wo wir über, ja, kostenlos übernachten dürfen. Ich glaube, in Taya, also dem ersten Ort hier in diesem Spiel, da können wir, glaube ich, auch kostenlos übernachten. Ich will auf die Insel in der Mitte des Sees. Ja, da will ich auch hin. Der See ist sehr salzig. Das ist komisch, oder? Ja, für einen See ist das tatsächlich komisch. Für ein Binnengewässer. Binnengewässer sind ja in der Regel süß. Was wünscht ihr? Zu speichern. Da wir jetzt gerade mal hier so sind, wollen wir mal speichern. Ja, und dann wollen wir mal im nächsten Part in die Mitte dieses Sees, um den, ja, Drachen zu besuchen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part auch dann wieder. Bis dann und tschüss.